Willkommen zurück zu Pokémon Flora Sky. Und ich glaube, es war eine Psycho-Arena, oder? Nein, Unlicht. Scheiße. Und deswegen habe ich Sneebel vorne, der ziemlich angeschlagen ist. Ja. Deswegen werde ich jetzt kurz mal rot nach vorne nehmen. Mit seiner Aurora-Sphäre? Der hatten wir schon gekämpft, oder? Jo. Mit dem aber noch nicht, mit dem alten Opa. Jo. So. Wie man den nennt. Ah, Gentleman. So. Der Gentleman-like. Da siehst du. Das war doch, glaube ich... Was war das nochmal vom Typ her? Ich kenne mich Unlicht. Mit der... Reines Unlicht-Pokémon. Okay. Und ich mag's. Es ist sauschnell. Mehr aber auch nett. Also, gegen es zu kämpfen, reicht einem normalen... meistens ein Angriff, wenn ja, du Step hast. Aber, ja, wenn man Step hat und wenn man nicht so ein Noob ist wie Rot. Also, Rot ist wirklich... mit einer Kampfattacke, die dann natürlich auch noch physisch ist, nicht besonders gut. Ja. Aber sieht geil aus auf Aurora-Sphäre. Ja, das stimmt. Aber Kraftkoloss. Na gut, nehmen wir Hitzewelle. Verfolgung. Das bringt dir nichts. Ich wechsle nämlich nicht. Ich bin nicht dumm. Zack und weg. Und Level 51. So, aber jetzt bräuchte ich unbedingt noch mal ein bisschen KP, oder? Ja. So, Items. Haben wir noch sowas in der Richtung? Ja. Ich sollte aber vor der Arena doch noch mal einkaufen gehen. Das vergesse ich jedes Mal, glaube ich. Das ist nicht gut. So, dann geht's mal weiter. Und ich muss dann von dem... Ja, okay, das ist richtig eingestellt. Hast du schon gehabt, dass es nicht richtig eingestellt war? Nein, aber wo sind wir jetzt? Ah, Doppelkampf, oder? Gehst noch einmal drauf. Immer doch. Ein Psycho, was macht der in einer Unlicht-Arena? Keine Ahnung. Ein Psycho-Pokémon rausholen. Ah, was Psycho. Okay, ist. Komm. Unlichtflug. Ja, ich weiß. Die Weiterentwicklung ist fies. Die Unterentwicklung ist sau scheiße. Ich kenne mich da nicht so aus. Fünfte so. Generation. Kopfnuss. Down. Aua. Von so einer Statue so eine Kopfnuss zu bekommen, ne? Ja, mit dem Sockel runterfallen und dich mit dem Kopf an der Stirn treffen. Sieht verrückt aussehen. Schon. Dann kommt die Polizei und fragt, was passiert ist. Oh, schon wieder das Scheiß. Aber diesmal ein Level schwächer. Eine Hitzewelle könnte ausreichen, oder? Was ist das? Nein! Nein, das ist... Du kannst nicht bei zwei Attacken hintereinander einsetzen. Also gut. Gott also sei Dank. Kannst nicht bei zweimal Hitzewelle hintereinander einsetzen. Da sehen irgendwie die Attacken noch ziemlich gleich aus. Ich hatte gedacht, das wäre dieses Angeberei-Ding da. Nein. Ach, Gott sei Dank. Weil dann hätte bei dir es nämlich ein Wutader gehabt. So. Da können wir noch nicht lang, deswegen muss ich... ein paar Mal da drauf laufen. Genau. So, dann hätten wir das hier. Noch zweimal. Ja, sonst komme ich da ja auch gar nicht raus. So, jetzt komme ich hier raus. Hier. Ja. Da nochmal drauf. Und da durchlaufen. Dann habe ich das hier richtig eingestellt. Und wir kommen zum Arena-Leiter. Aber den
Da werden wir jetzt erstmal nicht hingehen. Denk dran, du musst jetzt hier alles wieder neu einstellen. Ja, ja. Ja, die Stadt sieht schön aus hier, ne? Schöne Texturen. Ja. Und schönes Pokémon Center. Ach ja. Was ist denn daran jetzt so besonders? Ich vermisse die Pokémon Center der 5. Generation. Da hat man Pokémon Center und Pokémon Markt. Ja, stimmt. Das ist praktisch. Das ist richtig praktisch. Was auch das einzigste, was da dran wirklich gut ist. Und natürlich die Pokémon-Schwestern. Also die sich um die Pokémons kümmern. Mitten auf der Route. Ja, das fand ich auch ganz gut. Oder die Ärzte immer. Ja, das sind die. Ja? Ja. So, wir haben hier nur Supertränke. Geil. Und Superbälle. Das ist überhaupt nicht geil. Ich habe einen Hypertrank jetzt gerade eben eingesetzt. LOL. Normal. Okay, das sollte wohl ein bisschen schwerer machen. Vielleicht doch nicht. Kauf einfach mehr Supertränke. Wie viel habe ich davon eigentlich? In Packen? 0, okay. 10 kaufe ich mir, so. Wird hier mal ein bisschen größer eingekauft. So, wen nehmen wir als vorne? Sneeble, würde ich sagen, oder? Weil der hat eine relativ schwache Kampfattacke zwar, aber er hat einen ziemlich guten Angriff. Im Gegensatz zu Rot halt. Ja. Also wir sind eigentlich überhaupt nicht ausgerüstet für diese Arena. Kann man sagen. So, was war das hier jetzt nochmal? Och Gott, das war im letzten Part. Ach stimmt, da muss man einfach nur rüber, glaube ich. Genau. Hier irgendwo hin. Okay, war richtig. Hier gehe ich einfach mal dahin. Und schon war's falsch. Nein, richtig. So, dann gehe ich hier hin. Wow, ich komme relativ gut durch. Und dann sind wir hier, okay. Immerhin haben wir die jetzt schon alle besiegt. So, jetzt gehe ich dahin. Da müsste ich das dann alles nochmal einstellen, da unten. So. Und jetzt kommt eigentlich noch relativ viel, ne? Leider. So. Ach Mann. Was wollte er nicht? So, so und so. So. Hast du das Grüne schon eingestellt? Ja. Gerade eben. So, okay, und dann sind wir hier. Der sieht mir ziemlich aus wie aus der 5. Generation Arena-Leiter, ne? Kein Arena-Leiter, sondern nee, Top 4. Top 4. Das war der Unlicht-Top 4-Meister. Okay. Dann let's fight. Let's battle. Ich finde das irgendwie in der 4. Generation, so Diamant und Pearl, finde ich das noch so geil, wenn dann so dieses am Anfang dieses Versus, keine Ahnung was kommt, dann ja. Ja, das haben sie in den nächsten dann aufgenommen, weitergemacht eher. So mal verbessert. Jawohl. Nächster Schlag und das Vieh ist down. Schwertanz. Ja, ich darf mich jetzt nur nicht mehr treffen lassen, sonst bin ich down. Ja, Schwertanz kennen wir. Drachentanz ist nur schlimmer. Ja, nur dass der Angriff nicht stark gesteigert wird bei Drachentanz. Aber dazu noch die Initiative und das ist übel. Aber viel schlimmer ist dann eigentlich noch Falterreigen. Das ist so ziemlich das Fieseste, finde ich. Ich finde Klauenmetzers auch ziemlich fies.
Das steigert Angriff und Genauigkeit. Ach du Scheiße, ein Desputter. Desputter ist übel. Unlichtboden. Ich weiß. Unlichtgestein. Ja, genau. Aber jetzt verwirr mich hier nicht. Und ich hab dem Sneeble tatsächlich... Ich wundere mich die ganze Zeit, wie dumm ich eigentlich bin. Ich hab dem Sneeble Überreste gegeben, ey. Ist auch gut. OMG. Ja, das Vieh hat wenig KP, da nützt Überreste eigentlich so ziemlich gar nichts. Und haben wir ein Glück, zweimal ein Defensiv... eine defensive Senkung. Aber... Wow! Wow! Übel! Ach du Scheiße! So einen starken Steinhagel habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Surfer! Nee. So, weg ist es. Eigentlich sollten wir Squealy noch Ampelleuchte geben, oder? Oder sowas. Wieso? Keine Ahnung. Ampelleuchte ist eine Käferattacke. Ich weiß. Und jetzt habe ich nicht geguckt, was kommt. Naja. Oh, die Weiterentwicklung von dem Kleinen mit dem... mit der Knochenwindel. Mhm. Hat es nicht auch so eine Fähigkeit? Nee, das... Oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne. Das hat Erzwinger gehabt. Nur Erzwinger, okay. Okay, okay, okay. Und es trägt mal schön Überreste. Was nehme ich? Was nehme ich? Also, Squealy können wir jetzt eigentlich nicht mehr gebrauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, was danach noch kommt. Naja, senkt mir erstmal die Genauigkeit. Navigator oder Rockaimantit könnte noch kommen. Och nee. Das ist Unlichtboden. Rabigator. Ah ja, stimmt. Nein. Halt mal, ich habe einen ganz großen Fehler gefunden. Hm. Dieses Pokémon gibt es bloß nur weiblich. Ja. Ehrlich? Ja. Dann war das jetzt gecheatet hier mit dem. Das ist das männliche. Naja, egal. Wechseln kostet ja nichts. Nehmen wir Elmo. Och, 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 och. Stimmt ja. Och. Du hast Elmo vergessen. Nein. Ich kann das ja nicht auswechseln. So. Hat Horrorblick eingesetzt, oder? Nein. Was dann? Erzwinger, oder? Erzwinger ist... Dann hat's wohl Wegsperre. Dann, ja, dann hat's eher Wegsperre als Erzwinger. Naja. Mach weiter. Immer schön Accurizing und... Alter, das trifft immer noch mit R-Slash. Alter. Es muss eine ziemlich gute Genauigkeit haben. Aber dreimal gesenkt. Da kann das doch eigentlich gar nicht mehr treffen, oder? Besonders mit R-Slash. Ja. Och, nee. Schon wieder trifft's, ey. Airslash hat eine 95%ige Genauigkeit. Wow. Ich glaube, ich greife mal an. Bevor hier noch irgendein Unglück passiert. Was sollte denn passieren? Keine Ahnung. Das Quirly stirbt. Squealy kann K.O. gehen. Das einzigste Unglück, was ich gerade so weiß. Ja. Jawohl, endlich, aber naja. Der Sandsturm. Er ist nicht Mist. Ein KP, ein KP, ey. Geil.
geil! Oh, das hätte ich jetzt, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Nein! Komm! Oh. Was? Dark Bomb? Die Attacke. Keine Ahnung. So. Mach mal Bekanntschaft mit meinem Elmo. Aber bitte keine Psycho-Attacke einsetzen. Ja, ich will da jetzt sowieso eine. Elektroattacke einsetzen. Genau. Schockwelle. Ich glaube, dem gebe ich auch nochmal Donnerblitz hier. Dafür Shockwave weg? Nein, das ist schneller! Oh. Ja klar. Aber es steht noch. Ja. Glücklicherweise. Das aber auch. Steht immer noch stehen, wenn er trifft. Ja. Außer es setzt jetzt einen Supertrank ein. Aber wahrscheinlich wird mich dann, ja. Der Sandsturm wird mich killen, glaube ich. Und du triffst aber jetzt. Ah, okay, der Sandsturm. Der Sandsturm killt mich doch nicht. Außer wenn du jetzt daneben treffen würdest, was schier unmöglich ist. Ja, Schockwelle kann nicht daneben gehen. Ja. Oh, das war bis jetzt der Gegner, mit dem wir am meisten Probleme hatten. Aber auch nur, weil wir... Jetzt kommt nach Tara. Okay, cool. Ja. Das ist schlecht. Ich würde, rot. Ich brauche ein physisches, weil die physische Verteidigung von Nachtara ist nicht sehr hoch. Das Penny weiß ich. Mit Flügelschlag. Ja. Oder fliegen. Eher fliegen. Fliegen zieht schön viel ab. Aber die Genauigkeit durch Sandsturm. Außerdem... Geht. Ich wette, es hat Überreste. Nachtara ohne Überreste, ja. War klar. Die spielen hier ein bisschen taktischer, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall mal sind die Trainer taktischer eingestellt. Dass es auch schwerer wird. Nach Tara mit Überreste gibt's. Setzen eigentlich bloß nur die Leute in so. Eigentlich die normalen Leute ein. Und es setzt Fluch ein. Die altbekannte Fluch-Tiefschlag-Taktik oder was? Och nee. Schlecht. Von der habe ich noch nie was gehört. Nicht? Die benutze ich nämlich. Vielleicht haben sie schon gegen dich gekämpft und haben da dann ein Spiel draus gemacht. Ach, nee, die ist altbekannt eigentlich. Ach du Scheiße, zieht das wenig. Ja, jetzt durch Fluch. Verteidigung hochpumpen damit. Ja, durch Fluch. Klar, ja. Jetzt kommt gleich ein Tiefschlag und... Penny ist down und das kann damit mein ganzes Team auseinandernehmen, ne? Ja. Ach du Scheiße, was war das für ein Leck gerade eben? Du hast gerade eben wie Sau geleckt. Ich hab gar nichts gemacht. Alter. Ich hoffe, das war nicht durch meinen PC. Nee, Penny kann da nichts reißen. Honey. Und so altbewährte Honey. Wenigstens mal bepflanzen. Weil dagegen kann es im Moment nichts machen. Was auch noch gut wäre, wäre eigentlich verbrennen. Weil dann, das wird auch den Angriff senken. Von dem Vieh. Und im Moment hat es einen irren Angriff. Naja. So. Pflanzen wir es mal. Mal schauen, ob es stärker wird. Ob es hoffentlich. Noch ein Fluch, ey. Alter, das boostet sich und boostet sich, ey. Fuck, wenn das jetzt ein Tiefschlag. Oder? Wenn das jetzt ein Tiefschlag setzt. Alter. Scheiße. Dann haben wir uns den allerersten Arena-Leiterkampf verloren.
Ich muss nicht unbedingt angreifen, das weißt du schon. Glücklicherweise muss ich nicht unbedingt angreifen. So. Dann soll ich angreifen, soll ich's wagen? Nee, Schlafpuder. Jetzt kann ich's angreifen. Jetzt kannst du sich wenigstens nicht mehr boosten. Ja. Also, wenn es sich jetzt noch weiter boostet, dann ist es eigentlich dumm, weil das hat langsam seine Maximalwerte erreicht, glaube ich. Maximalwerte sind geil. Wenn du bei deinem Maximalwert überall hast, dann kann dich niemand mehr besiegen. Ja. Komm, Gigasauger, zieh wenigstens etwas ab. Ja, war klar, dass das nur so wenig abzieht. Aber besser als und es wacht auf, nein! Wow. Okay, das ist speziell, Gott sei Dank. Oh, Tiefschlag ist ja dann auch speziell. Ach, Gott sei Dank. Die dritte Generation lebe hoch, ey. Zum ersten Mal. Alter. Da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen. Aber Dark Bomb, was ist das für eine Attacke? Ich kann mal googeln. Ich habe von der Attacke noch nie was gehört. Nein. Es heilt sich. Aber nicht viel, wow. Mondschein heilt ja eigentlich auch nicht viel, außer bei Sonnenlicht. Was irgendwie lustig ist. Oder wie heißt das nochmal? Heißt das Mondschein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, diese ganzen Attackennamen und so. Es gibt keinen Dark Bomb. Ist wahrscheinlich eine neue Attacke einfach für diese. Es gibt nur Dark Void und Dark Pulse. Und Dark Void kann es nicht sein, weil es schlimmer Ort ist, als muss es Dark Pulse sein mit Finsterauge. Jetzt kommt der Hypertrank. Oder? Es müsste dann, wenn schon ein Finsterauge sein, weil schlimmer Ort kann es nicht sein, oder? Es ist einfach eine neue Attacke. Lass mir es dabei. Okay. So. Also nach Tara, an dem sitzen wir jetzt auch schon eine Weile, ne? Also. Naja, kein Wunder. Die Spezialverteidigung und jetzt durch Fluch auch noch die Verteidigung. Ja. Wir haben unseren Gegner gefunden. Für die Zeit. Gott sei Dank kann es keinen Step benutzen, der dann sich einen Vorteil verschafft. Aber es muss jetzt nur noch einmal Zuflucht einsetzen und wir sind tot. Du weißt ja, Zuflucht 140 Stärke oder so und ja. Aber ist normal. Ja, ist normal, aber trotzdem. Normal ist in dieser Edition ja immer physisch. Ja. Und dann. Was ich vorgestellt finde, ist einfach Hyperstrahl ist physisch. Ja. Das ist wirklich. Auch Feuerschlag ist physisch, das ist so unlogisch. Dabei gab's. Nee, Feuerschlag ist speziell. Ja, meine ich ja. Ja, ja. Habe ich mich nur versprochen. Jawohl, es schläft weiter. Ja, der hat einen ziemlich guten Schlaf. Bräuchte es eigentlich bloß nur noch. Wie heißt die Attacke nochmal? Traumfresser, was bei dem leider nichts bringt. Mhm. Naja. Gigasauger reicht da, glaube ich. Noch ein Gigasauger. Hoffentlich mal ein Volltreffer kommen. Crit, bitte. Nein. Nein! Naja. Dark Bomb. Bringt nix.
Aber echt, Zuflucht würde hier so viel bringen, weil das hat schon genug Angriffe gestartet auf mich. Das heißt, ja, ich glaube, dreimal muss man einen anderen Move machen, bevor man Zuflucht einsetzen kann. Man muss alle drei Attacken eingesetzt haben. Ja, ja. Also. Och, langweil doch nicht. Alter, ich mach gleich das Teil da aus. Mann. Ja, klar. Geh daneben, Gigasauger. Mann. Ich hol jetzt auf jeden Fall mal Sneeble rein. Oder nee. Nee. Du musst die Verteidigung wieder senken. Welches Pokémon könnte denn jetzt noch gut was gegen Nachtara ausrichten? Ja, Sneeble könnte was ausrichten. Deswegen kurz mal heilen. So. Revive. Beleber. Das ist mehr als bloß nur ein bisschen heilen. Und es setzt weiter Fluch ein. Ach du Scheiße. Und der Kampf dauert und dauert und dauert. Es müsste eine Attacke geben, die Pokémon eigentlich so gut, eigentlich sehr viel abzieht, wenn sie langsamer sind als der eigene. Oder? Wie nochmal? Ich hab gerade eine Attacke, die mehr abzieht, wenn das Pokémon langsam ist gegen das, was man kämpft. Gibt's ja so ähnlich. Eine Eisattacke, ja, das Lawine. Denkt umgekehrt. Lawine ist ja ganz gut. Obwohl, da greift man automatisch als letztes an, aber gut. Supertrank war unten, ne? Der Leber war ganz unten, nicht Supertrank. Ja, aber fast ganz unten halt. Jo, gegen Sneeble kannst du es so oft machen, wie du willst. Das wäre nicht sehr effektiv. Aber wirklich, hier eine Käferattacke wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, Käferbiss. Ein Scherox mit Käferbiss? Das ist schon nicht schlecht. Mit ein Scherox? Leuchte. Mit Techniker, Patronenhieb und Käferbiss. Und Schwerttanz. Ja, auch noch dazu. Jetzt noch deine vierte Attacke, weil Techniker ist ja eine Fähigkeit. Meine vierte Attacke, was würde ich da empfehlen? Schutzschild? Eher nett. Weil was nimmst du dir da in der Situation Schutzschild? Eigentlich nichts. Ja. So, wir heilen uns jetzt in jeder Runde ein bisschen. Und der Gegner wird auch mit jeder Runde wieder schwächer. Gott, Smash. Bam. Aber nein, die Verteidigung sinkt. Verteidigung ist gesunken. Unlichtattacke gegen Unlicht-Pokémon. Ein Crit war das. Ja. Aber die Genauigkeit sinkt. Scheiße. Och Mann, jetzt mach endlich mal fertig hier. Ach du Scheiße.
Überreste kommt, Sandsturm kommt und ich schlaf einfach nur ein. So, was jetzt? Nochmal. Das sollte jetzt doppelt so stark sein. Von wegen. Sollte. Oh, Mondschein. Mondschein. Das ist ein Nerv-Pokémon, oder? Ja. Also Leute, diejenigen, die bis jetzt geguckt haben, erspart euch einfach den Rest. Ich werde auf jeden Fall die Arena schaffen, aber die... Es wird noch ein Weilchen dauern. Ihr seht es ja dann auch, wie lang es gedauert hat. Ich glaube, wir schneiden. Nee, nee. Das kommt schön rein für die, die es gucken wollen. Ein Stundenfahrt. So, und wehe, du setzt jetzt Hypertrank ein. Oder danke. Mondschein. Ach, Mondschein geht ja noch. Och, Fluch, ey. Doch. Wie viel AP hast du da eigentlich noch? Also, es hat 15. Oh. Wahrscheinlich hier Top, wie heißt es nochmal? Top AP oder sowas. Ne, AP Top hieß das ja. So, auf jeder Attacke von ihm drauf, ne? Aber ich mag eigentlich Nachtara. Ja, aber es kann auch schon nerven. Soll ich jetzt mal was mit Stärke probieren? Mit Stärke was bringen? Mal gucken. Wie viele von den scheiß Hypertränken hast du eigentlich noch? Alter! Ja, geh daneben, Stärke, Mann! Alter! So. Kleine Unterbrechung. So ein Depp hat da angerufen bei mir. Und irgendwie ist Skype gerade umgestellt durch irgendeinen scheiß Virus, den mir jemand geschickt hat. Naja. Kennt man doch. Genau. Jeder, der was Neues kriegt, will den Virus reinschicken. Jetzt aber ernsthaft, der Virus ist sau unnötig. Kennst du den? Ja. Leider. Ja, hast du auch schon? Ja. Scheinbar bestimmt fast alle, die Skype haben. Ja. Der will ständig bei mir in Skype rein, dieser Virus. Bei mir auch. Aber irgendwie seit neuestem ist es dann auch... oder irgendwie gerade ist es so, dass wenn mich jemand anruft, dass automatisch das Skype-Fenster in den Vordergrund geht. Das war davor nie so. Also ich bin ja auf beschäftigt gestellt, während ich aufnehme. Ja. Aber irgendwie... Ich glaube, ich sollte... Ja, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich kann auch Skype gar nicht ausstellen, wenn ich jetzt mit dir aufnehme. Naja. Bei mir geht Skype in den Vordergrund, wenn mich jemand anschreit. Oder wenn mich niemand... Oder wenn es sich... Oder wenn es da rein möchte. Oder wenn der Virus wieder rein möchte, kriegt bei mir Skype automatisch in den Vordergrund. Ja. Besonders nervig, wenn du gerade einen Film in Fullscreen schaust. Ach ja, das ist dann aber nur nervig und nicht beschissen. Wie gerade eben das. Sollte ich es vergessen rauszusteigen, dann werdet ihr ein paar Beleidigungen hören, aber dann ist auch gut. Und wer von den Zuschauern hat bis jetzt auch den schlimmsten Bug gehabt oder Virus, ganz was man will, kann ruhig reinschreiben. Ja, jeder, der Skype hat, hat den Virus eigentlich, weil irgendwie die Kontakte sind so miteinander verbunden irgendwie, dass automatisch da
Ja. Kann man dem Virus überhaupt entfliehen? Ja, wenn man nicht auf den Link klickt. Ja. Also, wer einen Link klickt, dort wo drüber steht, sind es deine Bilder. Klickt ja nicht drauf. Das Blöde ist dann auch noch, das ist ja dann so ein Programm, wo so ein Facebook-Symbol drüber steht, ne? Und das Beste ist, ich habe gar keine richtigen Bilder von mir in Facebook reingestellt. Yay, ich bin dumm. Gut. Dass ich darauf reingefallen bin, ey. Ernsthaft. Ja, manchmal fragt man sich, wie man auf so etwas reinfallen kann. Und Stärke habe ich immer noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das sollte ich jetzt mal. Leftovers recovered. It's happy a little. Irgendwas müssen wir jetzt noch labern, komm. Alter, wie oft soll Stärke noch daneben gehen? Keine Ahnung. So. Und das ganze Szenario erstmal vorspulen. Euer Top-Team mal sagen, was Pokémon sind, euer Top-Team. Ohne legendäre Top-Teams. Ja. Oder Uber. Ja, treff mal, danke. Ach. Und aus welchen Pokémon besteht denn dein Top-Team? Keine Ahnung. Also, gut, ja. Kann man eigentlich gar nicht sagen. Top-Team. Ich kann dir nur geile Pokémon sagen, aber ein Top-Team? Jetzt so im Zusammenhang. Ich weiß. Also nicht. So deine Lieblings-Pokémon in einem Team. Ja. Ja, nehmen wir doch einfach mal Xerox. Dein Xerox, was du am Anfang erklärt hast, oder? Genau. Was noch? Togekiss? Nö, nicht so. Aber du musst zugeben, Togekiss ist schon mächtig. Naja. Es geht. Sag noch mal so. Und wenn wenn der scheiß Arenaleiter jetzt noch einen Hypertrank hat, dann bei dir noch ein, oder? Dann schmeiß ich dieses scheiß Spiel von meinem Computer runter und das LP ist ab jetzt beendet. Nein, mach's nicht. Wir leben doch alle von diesem LP. Alter. Kein Hypertrank mehr. Kein Hypertrank mehr. Das machst du nicht gut, denn jetzt muss ich dieses Scheißspiel vom Computer löschen. Ich glaube, wir tun ab hier einen kleinen Cut machen. Alter! Machen wir einen Cut und du kämpfst dann einfach ohne Zuschauer weiter. Ja, ich glaube, ihr habt wirklich genug gesehen von dem Scheiß hier. Mann! Du kannst ja Pause machen und dann einfach morgen weiterspielen, ob du dann endlich den Arenaleiter schaffst. Boah! Scheiß nach Tara. Das ist viel zu sehr geboostet. Nicht nur geboostet, sondern auch. Ich glaube, wir brauchen hier mal eine kleine Abwechslung. Ich glaube, das ist ein Uber, das nach Tara. So wie das nach Tara geboostet ja, ist. Ja, zieh mir doch die Hälfte, ey. So wie nach Tara geboostet ist doch ein Uber, oder? Nee. Hat keine Uber-Fähigkeit, kein Dream World, nix. Aber trotzdem. Sie hat auch die Fähigkeiten synchron. Ja, na und?
Naja, wenn das vergiftet ist, bist du dann auch vergiftet. So, mach mir doch mal eine Hitzewelle. Bitteschön, Nachtara. Heatwave. Gott sei Dank, ey. Ich hab mal eine Attacke gefunden, die was abzieht. Okay, ich glaube, ich muss doch nichts rausschneiden. Ein Crit in das 4 ist down. Aber ich auch, wenn es mich jetzt crittet hier. Das muss ich ein bisschen vorspulen, weil das nervt. So. Und jetzt auf den Crit hoffen. Jawoll! Jawoll! Es hat kein... Ja, hallo, Feuer-Pokémon. Okay. Ja. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter, wenn es jetzt nochmal Hypertrank einsetzt, dann ist wirklich Schluss bei mir. Geht nicht mehr. Es wird so abgezogen, jetzt nochmal von Verbrennung nochmal abgezogen. Erleichterung, ey. Aber echt. Dieses Nachtara hat mir den letzten Nerv gekostet. Kann ich verstehen. Nicht, dass es stark gewesen wäre. Es war einfach nur scheiß nervig. Und überboostet. Also, merkt euch für diese Arena ein gutes, schnelles Kampf-Pokémon bereithalten, denn es sollte nicht zu oft Fluch einsetzen, dieses Nachtara. Und eine TM. Welche? Dark Bomb. Und, ja, die Telefonnummer. Gut, dann... Tschüss und nimmer Wiedersehen, du Arsch. So, ciao. Und ich würde dann auch mal sagen, ja, im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe ein bisschen normaler, nicht so nervig. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann und ciao.